Direkt vor dir. Ich weiß halt nicht, wie ich das schießen muss. Ich habe Angst, dass ich dich umbringe dabei. Nee. So geht los. So, was muss ich machen? Ja, draufballern, einfach rauf. Alle zusammen und genau, schönes Ding. Der hat eine eingedrückt. Nein, irgendwas wurde. Hab ihm nochmal was vernichtet. Schön, eine Flugabwehr supportet. Schön! Das Geile ist, dass der Hintere seinen Kollegen tötet. Schieß mit den Pumps ruhig drauf, ne? Aber eine halbe Flugabwehr ist gerade. Weil wir, wir brauchen Damage. Weil dann laden wir Kommando auf und dann wird. Ja! Alle Waffen vernichtet. Schönes Ding. Wenn unser Kommando aufgeladen ist, haben wir Explosivwaffen. Ne? Und dann kriegen wir einen zumindest schon mal. Nein, die snipen meine Flak weg. Ja! Wenn du nachgeladen hast, drück einen Commander, drück Action. Mit T. Okay, ich aktiviere. Bam! Explosive! Komm, schieß auch! Ja, ich hab ihn nachgeladen, ich hab gerade schon geschossen. Komm, einmal geht noch, oder? Kriegen wir noch einmal raus? Ja, noch einmal kriegen wir raus. Ich muss hier oben die Dinge dringend nachbauen. Ich brauche neue von den Flaggen, wenn ich das nicht, das wegmachen. Ja, der hier untere ballert seinen Kollegen richtig eine rein. Also der Vordere hat fast keine Waffen mehr. An sich könntest du jetzt auch mit dem Pump ganz erstmal den Hintern bearbeiten. Der Vordere, der ist erstmal außer Gefecht. Aber ich muss erst mal der hat nichts mehr groß. Und der Hintere drückt dem immer mit seinen Raketen, weil der nimmt keine Rücksicht. Geh lieber auf den Hinteren. Du kannst übrigens mit dem Shotgun auch die Flak vernichten, ne? Du kannst den Shotgun auch die Raketen zerschießen, wenn du feuerst. Das sind Schilde. Ja, mach, schieß lieber auf den Hinteren erstmal, Bro. Geh lieber auf den Hinteren. Ja, wenn er die Tore aufmacht, dann musst du schießen. Oh, fuck. Wann macht er die Tore auf? Ja, siehst du ja, wenn er die Vorderen aufmacht. Dann, wenn er die aufmacht, dann schießt rein. Ja, schönes Ding, das hat sie irgendwo gut angehört. Das war irgendeine fette Explosion. Junge, mein ganzer Scheiß. Das hat sich gar nicht gut angehört bei mir. Ja, bei dir auch nicht. Wenn du nachgeladen hast, ne, wir können wieder Explow machen. Ja, ja, er rotzt erstmal den Vorderrand weg. Okay, Explow. Ich muss gleich meinen einen Typen rappen, aber das ist jetzt erstmal egal. Schieß nochmal, wenn du kannst. Ah, schade, mir gereicht. So, neuen Flak-Typen dahin. Boah, ja. Der Hintere drückt dem Vorderen so hart rein. Also, wenn du kannst, dann snipe dem Hinten die Raketen weg. Das sind nur Indoors. Also, mit einem Heavy kommst du durch, wenn du hinten unten auf die Zunge nach unten bei dem schießt. Dann kannst du damit einen Heavy-Kanon. Ja, genau, da wo die 5, ja, genau, da wo die 5000 rauskommen. Ja, aber du musst halt höher ziehen, ne? Aber dann kannst du dem seine Scheiße vernichten. Ist ja ganz important, glaube ich. Also ich halt den Vorderen klein, der baut so schnell nichts mehr. Ja, noch ein Stück höher. Aber ich muss halt gucken, meine ganze Base hier wird gerade zerschlachtet.
chillig ist halt dadurch, dass ich halt die Repair-Sende habe, muss ich halt nie meine Base repairen. Ja, Jarak halt! Der vordere gefällt mir eigentlich. Irgend da ganz oben hat der einen Laser. Der vordere gefällt mir eigentlich. Ich war jetzt zu hoch. Wir können wieder Explo machen, ne? Das habe ich schon geschossen. Nein, lass mich raus! Also wenn du kannst, können wir nach der Salbe wieder unseren Commander machen. Können wir wieder explosiv schießen. Das macht mehr Damage, deutlich mehr. Okay, ich mach mal. Wir schießen wieder explosiv. Ja, hab ihm die Raketen zerschossen bei der Anfahrt. Ich lade schon mal nach. Der vordere ist nur noch ein Schreckgespenst. Nein. Der vordere, der hat nichts mehr groß. Aber der deft. Der hält ein paar Raketen weg. Also, wenn du kannst, probier auf jeden Fall dem sein Dings da zu snipen und den unteren Zunge, weil da sind die ganzen Raketen drin, die müssen weg. Also, wenn du kannst, probier genau dort unten irgendwo rein, weil da sind so viele Raketen. Ich hab ganz viele zerstört. Ich hatte immer den nach vorne. Ja, oder wir killen erstmal einen. Wenn wir den vorderen killen, ist auch nicht schlecht. Was ist das hier eigentlich für ein scheiß Konstrukt da vorne? Der hat unten eine Sniper, der vordere, gebaut. Ich weiß nicht, wann er es hingekriegt hat, eine Sniper zu bauen. Oh, zum Glück kannst du immer ein paar abschießen. Zum Glück hast du Double Doors. Schon steht das jetzt ein Problem, mein Freund. Ja, wir machen jetzt nicht... Bra, nein! Das Energieschild ist weg. Bra! Jungs, wir haben das Energieschild verloren. Boah. Du hast hart gedamaged. Holy moly. Wir können wieder Explo machen, ne? Ja, ich bin gerade hart gedamaged. Hab den vorderen mal mit Explo eine reingetrackt. Das Gute ist, dass der vordere immer den hinteren eine gibt, Alter. Boom, hab ihn nochmal eine drücken können. Also der vordere, der sieht nicht mehr gut aus. Aber die Raketen von dem hinteren, die müssten irgendwann mal abfangen. Ja, er hat wieder nur das Schild erwischt, der Idiot. Wieder nur meine Schilddors erwischt. Hab den Sniper vom vorderen, also vorderen, ja, nee, hab ich nicht. War es irgendeine andere Waffe. Das ist so gut, dass du wenigstens Flak gebaut hast. Rettet uns so den Arsch. Ich baue jetzt da unten noch so Dinge, weil dann kann ich da weiter Flak hinbauen. Oder? Oh, der Jarak so schön den unteren, weil der auf mich will manchmal. Dass der immer sein Mate. Eigentlich dürfen wir den Mate nicht versenken, weil sobald wir den Mate versenken, ist diese gratis Abwehr weg gegen die Raketen, die wo der halt echt macht. Ach, da kam eine durch. Na, shit! Oh, scheiße, ey. Ja, er kann halt einen Laser, aber er hat halt, der Hinterrad hat immer noch seinen Laser. Und wir haben den immer noch nicht weggeflext. Du müsstest eigentlich mit deinem Pumps nur auf den hinteren. Den vorderen wäre der Schachmatt, so. Eine müsstest du eher... Laser bitte weg. Auf... Ja! Der Laser. Oben! Oberste da! Das heißt, wenn die ganz oberste aufmacht, dann musst du auf den Laser warten. Oberste da, ja, ja. Oberste. Hab die Scheiße abgeballert. Oberste da! Also aim halt schon mal ein, weil du kannst den Sniper ja einaimen. Und dann nur noch schießen drücken. Aim ihn halt schon mal ein, so, oder irgendwie sowas. Ja, ich konnte den die Raketenscheiße unten damagen. Eben ja, halt schon mal auf den Laser ein, weil der muss es weg. Ja, na. Wenn er aufmachen würde, ich glaube, ich würde so probably den Laser treffen. Sobald er oben nochmal aufmacht, musst du ihn halt auf jeden Fall kriegen, weil sonst haben wir ein Problem, weil der muss. Ja. Nee. Meine Fahrt zu hoch. Nein, er hat halt hier wieder reingelasert. Das ist der untere Dash, der ist anders Schachmatt, so. Wir müssen eher auf den oberen gehen. Am Lulli, du hast einen halt permanent. Um. Wenigstens fängt der so viel auf, Alter. So ein nice... Ich hab irgendwas zerstört. Von ihm. Hast du es ganz oben? Oben war auf jeden Fall rauf. Kann sein, dass du einen Laser hast. Hab irgendwas zerstört von ihm. Will es nicht callen, aber kann sein. Ich kann halt auf den oberen Null schießen, so. Du musst halt mit deinen Shotguns halt den oberen Door snipen, ne? Sobald der aufmacht wie jetzt, müsstest du mit der Shotgun drauf.
Weil ich komme da hoch nicht ran. Ich kann nur die Raketen einigermaßen blocken mit dir zusammen. Ja, da ist noch da der Laser, aber er hat keine Energie mehr. Das ist ihm die Energie zerstört. Er kann nicht mehr genug schießen. Also der untere ist so schachmatt. Wir müssen eher gucken. Du musst den oberen snipen, ne? Sobald der obere irgendwie aufmacht oder irgendwie sowas in die Art. Okay, dem unteren habe ich nochmal was genommen. Du musst immer auf die Doors gehen mit deinem Pumpgun. Sobald er aufmacht, Pumpgun direkt schnappen und auf die Doors feuern. Ja, ich habe aber keine Pumpgun. Oh. Ich dachte mit meinem Sniper. Nein, mit den Shotguns. Die sind noch viel stronger. Die Shotguns killen den Laser locker. Ja, oder so. Jetzt bist du eingamed. Jetzt feuer einfach so weiter. Wenn er es wieder aufmacht, bist du eingamed. Ja, macht auf. Schieß, schieß, schieß. Ich kann nicht. Oh, Junge, was machst du denn? Er hat doch gerade aufgemacht. Das war doch die Chance, ihn zu killen. Ja, wenigstens hast du genug Flugabwehr mittlerweile. Ja, genau. Und jetzt lässt du die eingeben und wartest, bis er öffnet. Und dann schießt du erst. Jetzt öffnet er. Jetzt hätte schießen müssen. Weil dann hätten wir die Pumpgun schon mal weggehabt. Wir müssen die Waffen jetzt nacheinander destroyen von ihm. Ich hoffe, ich kann da durchfeuern. Ah, ich kann da leicht durchfeuern. Okay. Das heißt, beim nächsten Mal Door öffnen, schieße ich ihm da durch, weil der vordere nur noch Background hat. Okay, das heißt, ich mache jetzt zack, feuer ihm da voll rein in die Uluzi, dem da hinten. Das ist so geil, wie der hintere dem vorderen so Probleme macht. Hä, wie schieße ich denn mit dem Scheiß? Hä, Ei, wie schieße ich mit meinen Raketen? Hä, weil mit welchem normalen Sniper? Ja, du brauchst einen normalen, wenn du einen Raketensilo hast, brauchst du ein normales. Ah, fuck. Ich könnte auch den Sniper holen. Ich glaube den Winkel. Ja, nee, ich krieg den Winkel halt nicht. Ich krieg den Winkel halt nicht. Ich brauch halt echt deinen Support, ne? Ich krieg den Winkel nämlich nicht. Ja, es war schon mal ganz gut. Warum war das so gestreut? Was hast du gemacht? Warum ich hab eine Shotgun. Ja, aber die sind doch viel präziser eigentlich. Warum war das so hart streu? Oh ey, dass der vordere so viel fängt. Kacke, da kann man nicht durch. Ein Tick höher. Ich halte den unteren weiter klein. Der baut sich nicht mehr auf. Was soll sich weil. Ja, der Lasertyp, der schießt oben oft gerne auf Mann. Ich glaube jetzt nicht, dass ich dich. Bumm? Nee, mich hättest du nicht groß. Aber da kommt halt auch nichts groß an, so. Es lohnt sich mehr, du würdest mehr da reindrücken. Du musst dem hinteren wirklich auf die Ding gehen, ne? Du musst dem hinteren mit deinen Shotguns jetzt endlich mal die Waffen wegsnipen. Ja, das war schon besser. Ja, warum geht das nicht? Ich hab irgendwas destroyed bei dem vorderen. Der hat irgendeine Waffe wieder gebaut. Und jetzt hat er wieder eine Sniper da unten. Ist so ein Räudiger. Hat er wieder eine Sniper irgendwo drin. Du musst mal nochmal auf den Vorderen schießen, der hat wieder eine Sniper gebaut. Achtung, da lasert dir wieder was rein. Weil ich kann gegen den Sniper nichts groß tun, weil da musst du aus deinem Winkel drauf schießen mit dem Pumps. Der hat zwei Sniper. Den oberen kann ich vernichten, den unteren nicht. Wir haben viel weggeschossen. Ja, aber mir wird auch viel weggeschossen. Was soll ich machen? Ja, hab von ihm den Sniper wieder. Ich schieß meine Missile-Raketen da. Hab seine Flugabwehr. Also der vordere, der ist wieder empty, bis auf einen Sniper. Hat der vordere wieder nichts. Ja, schönes Ding, da hast du irgendwas erwischt von seinen dummen Raketen. Endlich mal irgendwas erwischt. Und deine Flugabwehr ist klasse. Ja, aber die wird halt permanent. Ja, weil du nicht. Ja, der Sniper ist tot übrigens. Hab ihn jetzt gerade erwischt. Der Sniper, Achtung, Laser. Na gut, solange er auf mich geht, ja, ist es eigentlich mir schon recht egal. Ich kann da aus dem Winkel halt nichts machen. Du musst den Dorf snipen. Genauso wie diese scheiß Pumpgun. Ja, fast. Aber wenigstens kann er mit den Raketen nichts mehr anfangen, der Bastard. Kann er nicht gescheit schießen, oder? Oh ja, das ist so geil, dass der immer seinen eigenen. Die kriegst du nicht durch. Die müsstest du upgraden zu einem Missile. Dann könnte es klappen. Du Glück hast, klappt's dann.
Ja, wenn du das Silo upgradest zu einer Nuke. Was ist eigentlich das? Was ist eigentlich das, was ich hier habe? Was ist das für eine Waffe? Was? Feuer? Was ist denn eine Waffe? Welche denn? Oh, Buzzsaw. Buzzsaw, das ist so eine Säge, die macht Holz weg. Damit könnten wir den vorderen blätten, aber der vordere ist eigentlich ganz gut als Cover, muss ich sagen. Der hält so viele Raketen ab von dem Asshole dahinter, dass ich den eigentlich echt mag. Hurensohn! Wir müssen, du musst dringend dem seine Dings snipen, ne, mit deinen Shotguns. Du nutzt die zu selten, so. Und wenn du sie nutzt, dann bringen sie uns gerade wenig. Ja, guck, jetzt hast du geschossen. Das hättest du nicht machen müssen. Eigentlich hättest du lieber dann... Ja, jetzt hättest du erst. Weil dann hättest du ihn jetzt seine scheiß Shotgun gekillt. Okay. Das ist nicht gut, dass der jetzt mit einer Rakete die scheiß Dinger gestartet. Das ist nicht das scheiß Nuklearschild ausgefallen. Was mir aber den Laser vom Arsch hält. Ich hoffe jetzt nicht, dass ich halt dich treffe mit meiner Nuklearrakete. Doch, Kacke. Das ist halt jetzt scheiße, weil jetzt haben wir ein Riesenproblem, weil das krieg ich schwer aufgebaut. Na gut, geht. Kriegst du da einigermaßen gerettet. Du darfst nicht auf den vorderen gehen mit der Rakete, du musst auf jeden Fall auf den hinteren oben, ja, aufs Laser pinnen. Ja, schieß so weiter, weil dann kann er den Laser nicht mehr schießen. Weil solange die Door breaked ist, kann er den Laser nicht mehr schießen. Also, solange du weiter feuerst, ist, kann er den Laser nicht mehr verwenden. Der muss nur weiter feuern, dann kann er den Laser nicht mehr verwenden. Mach doch Explo. Jetzt, schieß jetzt mit dem Sniper, wenn wir aktivieren. Jetzt ist er Explo. Jetzt kannst du, ja, jetzt schießt du nämlich durch. Jetzt hättest du die Waffe zerstören können. Ja, schönes Ding, nochmal. Schade, ey. Wir hätten ihn fast gekriegt, weil wenn der weg ist... Aber nicht. Na, ich komm da an. Also... Ich krieg auf jeden Fall eine Rakete, so. Ich kann auf jeden Fall mit der nächsten Salbe in den Raketen-Dings streuen. Boah, ich schieße jetzt mal die Rakete hoch. Ja, hoff, dass du mich mal nicht hittest. Ja, okay, wurde direkt abgefangen. Kann er nicht mal an, ey. Ja, ich habe ihm irgendwas wieder weggerotzt. Ja, die Shotgun muss weg, weil die zerstört deine Flugabwehr. Ja, okay, ich hab ja, shit. Der hat dir einmal durchgebrannt, Bro. Ja, du musst Schilde bauen. Du musst vor deinem Chor auf jeden Fall Schilde bauen. Da, wo er hinlasern ist, musst du Schilde hinmachen. Musst du Energie... Ja gut, aber du hast zu wenig Energie, um dort Energieschilde zu bauen. Warm, der hat geil gesessen. Ja, aber ich hab... Oh Mann, er hat wieder einen Sniper! Oh fuck, er hat wieder seinen scheiß Sniper. Kannst du mal einmal auf den Vordern halten? Der muss seinen Sniper verlieren, weil sonst kann der wieder diese scheiß Super abfeuern. Und jetzt habe ich ein Riesenproblem. Sobald er sein Silo abfeuern kann, ein Riesenproblem. Aber die kommen halt auch wieder durch. Wegen, weil meine Flugabwehr alles tot ist. Ja, das ist auch nicht gut. Wir müssen jetzt auf jeden Fall wieder rebuilden. Lass auf jeden Fall einen Commander gleich aktivieren. Hab den Sniper. Okay, die Sniper sind wieder weg. Das heißt, der kann schon mal wieder nichts mehr machen, bis ich den jetzt wieder irgendwann wieder hier einen Zug lasse. Aber dich lasse ich gewiss nicht nochmal einen Zug. Dir destroy ich jetzt erst nochmal die Flugabwehr, du Räudiger. Okay, der Sniper ging daneben. Du musst den jetzt hinteren mal doorsnipen. Du musst jetzt einfach mit dem Pumpguns mal warten, bis er genau wie jetzt wieder öffnet. Und dann musst du ihm halt einfach mal die Shotguns nehmen. Ich muss jetzt einfach gucken, dass man einfach Scheiß nicht stört. Ja, dann guck das halt als erstes. Aber dein Scheiß stirbt immer weiter, solange du nicht dem seine scheiß Laser oder Pumpgun da mal wegdingst. Weil solange die Pumpgun, der, solange er noch diese scheiß Pump hat, kann der jedes Mal... jetzt hast du ein Problem. Lucky Typ. Das war halt mal eine komplette Bewaffnung eigentlich. Ja, aber es lebt noch, du musst nur die Schilde neu bauen. Du musst nur dringend die Doors neu bauen.
mach mal wieder einen Commander, kann ich dem nochmal eine reindrücken. Okay, also der Laser, solange er auf mich geht, ist alles fein. Der prallt in dem Winkel ab. Kann er schießen, wie er will. Wir müssen nur langsam diese Pumpgun da aus dem Game nehmen. Diese Pumpgun muss weg, weil die zerstört deine Flugabwehr. Dann haben wir keine Chance gegen den Hintern. Du musst die Pumpgun doorsnipen. Oder mit einem deiner Heavy Sniper. Was? Nein! Wann denn? Ja, mach halt irgendwas! Ja, mach doch irgendwas! Ist mir doch wurscht! Kacke. Zum Glück hat er verkackt. Du musst den doorsnipen, die Pump. Weil es ah, ich so hab grad ein anderes Problem als den Hurensohn zu doorsnipen. Ja, aber guck, der macht immer deine Flugabwehr weg. Und ist mir gerade scheißegal. Wenigstens haut der die Dinger da rein. Aber jetzt hat der vordere das weg. Jetzt haut er die Dinger dann nicht mehr rein. Die Dinger! Hab die Raketen gedorsniped. Sind erstmal außer Betrieb. Ich hab sie gefutsch gemacht. Wenn er sie nochmal öffnet, sind sie weg, weil dann habe ich Explo. Kacke, eine Millisekunde. Ja, gut, aber er hat nur noch zwei. Das ist schon mein Fortschritt. Er hat nur noch zwei Hurensöhne. Die anderen habe ich erwischt. Der vordere baut wieder auf, ne? Der baut wieder Flugabwehren. Scheiße. Wir müssen dann. Ja, er hat wieder den Kack-Sniper, Alter. Verpiss dich, Alter. Piss dich mit deinem Müll-Sniper, Junge. Jetzt hat er wieder die Kacke. Ah, und das Schild ist wieder weg, Alter. Mann. Oh, da rums. Das war Datten. Da hat er richtig schön gerumst bei den Gegnern. Ja, er damaged weiter seinen eigenen. Oh, die bringt mir halt alle. Bam, er hat seinen eigenen weggeflext. Ey, du musst auf den hinteren. Guck, jetzt hättest du schießen müssen, dann, weil schon killt er jedes Mal deine Flugabwehr. Du musst ihm diese Pumpgun wegsnipen. Dann killt er immer deine Flugabwehr. Und ohne Flugabwehr wird's brenzlig. Komm ich überhaupt noch durch? Ja, ich hab einen! Ein Raketenwerfer ist ciao! Achtung, Laser. Ah, auf den unteren komme ich nicht. Da der vordere Mittel. Ich habe auf jeden Fall einen Raketenwerfer. Es sind nicht mehr sechs, es sind jetzt noch maximal zwei. Ich komme halt beim vorderen nicht gescheit durch. Der hat zwar Background, aber nicht überall. Da kommen so wenig durch. Ja, knapp. Fast. Fast hätte es ihn gekillt. Ja, schönes Ding. Ja, ich habe dem irgendwas geflext im vorderen wieder. Och nee, nicht schon wieder der mit seinem. Bra, Junge! Hör auf mit der Sniper! Junge, hör auf mit dem Sniper zu spielen. Nein, mein Lila Center ist weg, deshalb kann ich die Scheiße nicht mehr bauen. Ja, hör auf mit deiner scheiß Sniper oder was auch immer du da wieder bauen willst. Ich bin über deinem eigenen auf den Sack. Schönes Ding. Jo. Kacke. Ja. Nein, das war zu tief. Feuer doch! Warum feuerst du so spät, Junge? Ja, schönes Ding, du hast eine Kanone gebaut. Habt ihr da unten gerade so noch hingeklatscht bekommen? Hey, der hat immer noch diesen Kack-Sniper, ne? Und der kann da immer noch die Tür aufhaben. Hab ich irgendwas weggemacht? Ne, er brutzelt mir oben die ganze Etage durch.
Ja, weil du keine Schilde dort hast. Ja, du musst schieß auf den Sniper mit erkennen. Schieß hoch genug. Aber ich weiß da noch nicht mal, wo der ist. Ja, die ist ganz oben, du Idiot. Wie oft noch? Ganz oben unter den Windturbinen. Bei wem? Beim Hintern. Der hat doch den Laser. Ganz oben unter den Windturbinen. Ja. Hätte man ja auch früher sagen können. Das haben wir schon am Anfang der Runde gesagt. Hab ich dir schon gesagt, ganz oben. Wo du mit der Sniper schießen solltest. Da hab ich dir schon gesagt, ganz oben hat der seinen Laser. Guck da, ganz oben ist der. Nimm die Kanone, aim und durch die oberen Türen. Warum hab ich keine Energie? Weil die Kanone 3000 kostet. Oder 4000. Weil man eine Schilde ja, weil du nur noch zwei Windräder hast. Ah, du hast nur noch zwei Windräder. Warum hab ich so wenig Windräder? Weil du nur noch zwei stehen hast. Warum sind die alle tot? Weil die gekillt wurden von der Pumpgun vom Gegner. Genau von der. Du musst die Kanone zusammenkriegen, um die Pump oder den Laser auszuschalten. Sonst haben wir langsam ein Problem. Egal was du ausschaltest, irgendwas musst du ausschalten. Ne, ich muss ja einmal Windenergie wiederholen, weil sonst habe ich ja erstmal direkt geopfert. Ja, das war gut. Du hast die Ding gedamaged. Kanonen sind nicht mehr ganz fit. Wenigstens ballert er die immer noch in seinen Vordermann rein. Das gefällt mir. Bumm, den hat irgendwas genommen. Ist was gestorben. Ja, Laser kommt wieder. Kann halt nichts machen, Digga. Ja, du musst die oberste Reihe, da musst du Windräder reinbauen. Die Türen da weg statt Energieschilden, dann dort Wind. Und dann eine Pumpgun aufgeben, sonst hast du ein Problem in der Zeit. Du musst genau in der Reihe Energieschilde vor und dann die ganze Reihe mit Wind machen, weil sonst hast du ein Problem. Ich hab halt jetzt erstmal gar keine Flugabwehr, ne? Eigentlich müsste ich mal gescheite Flugabwehr bauen. Hinter Türen oder so. Laser ist wieder am Werk. Mit dem Vorderen, wenn er was destroyt. Also der Vordere frisst gut. Ich komme halt nicht durch den durch. Der hat halt alles normal gebaut. Ich kann halt durch den nicht durch. Gut, der Gegner kommt auch nicht gut durch. Der hat auch noch seine Kackraketen da. Mit denen feuert er auch nicht durch. Und aus meinem Winkel kann ich nichts machen. Kann ich die Dinge von dem Ober nicht snipen. Solange der untere nicht endgültig stirbt, können wir den Ober und kann ich auch nicht die Raketen von dem ausschalten. Den unteren killen können es mit einer Rakete oder so, dann könnte ich die Raketen dort snipen vom Gegner. Und das eine Flugabwehr habe ich jetzt wieder. Was soll ich machen? Vom Unteren, was soll ich von dem zerstören? Ja, ihn killen am besten mit der Rakete. Ja, obwohl mit der Kanone schießt auf den Hintern. Der Hintere ist das Problem, der Vordere macht ja gar nichts mehr. Höher. Ja, ich habe dir gesagt höher. Ja, aber ich kann nicht höher schießen. Hä, durch die oberen Doors, durch die oberen Doors. Kann ich die öffnen? Ja, ja, müssen nur hoch genug aimen. Nicht manuell. Oh, ich hab mal ja extra eine Flugabwehr hingeplayt. Du musst einfach nur hoch genug zielen. Kannst du durch die oberen feuern. Hallo, ich hab einen Flugabwehr-Typen, der wurde das eigentlich machen soll. Einer ist schwer, dass der lang. Feuer doch! Ja, schönes Ding!
Da muss die Kanone sitzen. Damit können wir was anfangen. Dem habe ich wieder irgendwas reingedrückt. Ist auch mittlerweile egal, was es ist. Der hat schon wieder seinen Sniper, ne? Der Hundequacker vorne hat schon wieder... Achtung, dein Ding ist tot. Ja, und der ballert Insta mal wieder. Boom, der Sniper ist weg, also der vordere hat wieder keinen. Die wollen halt meine Hobbits, die wollen halt meine krasse Cannon wegknallen. Ja, also musst du noch ein bisschen was tun. Da unten ist da nichts mehr. Also im Vorderen bringe ich gleich zum Einstürzen, weil ich einen Partikellaser gebaut habe. Also im Vorderen, den kann ich gleich wegdreschen. Das Problem ist, dass der Hintere dann immer noch so viel Kanonen hat. Ja, schönes Ding! Du hast einen Kern getroffen, ne? Wenn du da jetzt zwei, dreimal noch reinschießt, warst du es mit dem sogar schon. Ja, aber die putzeln mir wieder den Scheiß hier oben, ey. Du musst nur noch... Ja, aber dann halt einfach durch, sammle Energie und baste den Hundequacker. Kann ich noch mal eine von den Kanonen? Kann ich noch eine bauen? Kannst du schon. Und die Frage ist halt wo. Also gleich ist mein Partikellaser fertig. Ich hab so viel Energie, ich laser den Vordern einfach tot. Oben die hinbauen. Ja, toll. Gott, piss dich, Alter. Toll. Pass auf, ne? Raketen getroffen hinten, aber nicht gut. Ja, ich geb dem Hintern noch mal einen Laser rein. Also wenn du mit der Rakete da weiter drauf schießt, platzt der Hintere gleich. Dann haben wir ihn gekillt, obwohl wir ihn eigentlich nicht mal die Waffen ausgeschaltet haben, sondern dann hast du einfach mit der Kanone nur ihm die Dinge weggeschossen. Nur den Kern einfach weggebastelt. Ja. Ich halte mit dem Laser da auch noch rein. Ja, Hinteres weg. Wir haben ihn. GG, Copper. Der Vordere hat keine Waffen mehr. Den kannst du jetzt snacken oder wer auch immer. Ja, Alter, hartes Match. Hartes Match, Mann. Hartes Ding, Alter. Der Hintere war echt eine harte Nuss, Junge. Wie viel Raketen und Scheiße der reingehauen hat. Hallo. Bro. Ja, gut. Laser unten rein, dann stürzt er ein. Nee, tut er nicht. Egal, ich feuer nochmal mit denen da unten drauf. Stürzt jetzt ein? Nee, immer noch nicht. Oh, nö, ich habe keine Energie mehr. Konnte die Ober überhaupt schießen? Nö, die Ober hat auch gar nicht geschossen, Bro. Mach was! Boom! Und das war's! GG, Junge! Alter! Also, Alter, dein Reaktor war aber richtig hart am AS, Alter! Also, ganz in 19% noch! Digga, wie viel Damage die gemacht haben. Die haben 103.000 gemacht.